So, herzlich willkommen. Okay. Ich hoffe mal, YouTube hat mit dem Bild kein Problem. Nein. Das Schöne ist halt, ich bin halt immer am Überlegen, ne, weil ich öffne halt normalerweise mal mit relativ schnell hier mit Steuerung Alt T halt das Terminal. Wird dann auch auf der richtigen Seite öffnet. Also hier. Hier. Aber ich habe jetzt vor kurzem auch dieses Yaku. Yakuake installiert, was halt so ein Dropdown-Terminal ist. Ja, ist halt auch geil. So, jetzt so. Ja. Das heißt, ich könnte natürlich meistens jetzt auch immer hier rüber starten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Kann man hier auch größer machen? Oh, man kann es größer machen. Der Ding hat Zoom. Es hat Zoom. Jo, lecko mio. Behält er den Zoom jetzt auch bei? Bitte nicht? Ah, nee, macht er nicht. Sehr schön. Das wäre Katastrophe gewesen. Das wäre die zehnte Katastrophe gewesen. Aber ich glaube, ich bleibe bei dem normalen Terminal. Vor allem hat das halt so. Es öffnet immer auf der Fall. Es öffnet immer auf der Fall. Ach so, weil die OBS den Fokus hat. Ach, so. Ah. Vor allen Dingen hat das Ding hier halt so schön Blur-Effekt, ne? Das Witzige ist ja, dieses Yakuake, also das Ding, das greift auf die gleichen Profile drauf zu. Ja, wenn ich jetzt hier sage, wenn ich jetzt hier, Profile bearbeiten, ja, dann hat es hier auch mein Blur-Profil. Ja? Aber es macht halt keinen Blur-Effekt. Wo ich mir so denke, wenn du schon kopierst, du Hurensohn, dann richtig. Du Hurensohn. Ja, macht's aber nicht. Von daher wird das hier, bitte gehen Sie weg, wird das hier immer mein Lieblings bleiben, weil das hat halt so einen schönen Blur-Effekt. Und gerade wenn man hier so 20 Terminals mit einmal öffnet, oh mein Gott, da sieht er halt geil aus. Holy shit. Da muss ich erstmal hinkommen. Okay, jetzt ist mein Rechner gestorben. ja. Oh ne, aber OBS. Wow, jetzt habe ich bei OBS direkt nur noch 20 Bilder pro Sekunde. Easy. Mal ein bisschen aufräumen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Finde ich krass, finde ich schön. Ja, wollte ich nur erwähnt haben. Also nicht wundern, wenn ich hier ab und zu mal das Ding öffne. Wenn ich ab und zu mal das Ding hier öffne und ab und zu mal das Ding hier öffne, das ist, weil ich mir noch nicht so einig bin, was ich jetzt so. Also, wenn ich aus dem Reflex das Terminal öffne, dann passiert es halt ab und zu, dass ich mal F12 drücke oder halt nicht. Ne? Das Schöne ist bei dem Yaku-Ake, das Ding folgt nicht dem Fokus, sondern wirklich der Maus. Das heißt, auch wenn jetzt mein OBS jetzt im anderen Fenster den Fokus hat, solange wie ich die Maus hier in dem Fenster habe, öffnet sich Yaku-Ake auch hier. Wenn ich jetzt meine Maus da nehme, öffnet sich das Yaku-Ake nicht bei euch. Jetzt ja, jetzt nicht, jetzt ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Okay, sehr gut, jetzt fährt aus, Ende, aus. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Terminal. Wir brauchen das Terminal. So, sehr easy. Das brauchen wir und das brauchen wir. Und dann geht's ab. Wie Schmitz' Katze. Oh. Om, nom, 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 nom. Danke. Reis. Um Reis reißt man sich. Nee. Ach, der Spruch wird nie alt. Ernsthaft jetzt? Are you fucking kidding me? War das?
War das so? Ja. Feiern jetzt hier. Aufs Ende. So. Was? Genau, hier haben wir jetzt soweit fertig. Dann können wir jetzt rein theoretisch anfangen, hier mal ein paar Fenster reinzubauen. Gell? Wir können natürlich auch noch für das Dach so einen Zwischenboden einziehen. Siehst du, dann können wir das hier machen. Dann führt hinten so eine Leiter hoch, nach oben. Aber da haben wir zu wenig Platz für, sehe ich gerade. Das ist scheiße. Nee, für den Dachboden ist das Ding zu eng. Da kann man nicht allzu viel machen. Wobei andererseits, wenn ich jetzt auf der Höhe da noch so einen Boden einziehe, hat man da zumindest eine Höhe von 3 in der Mitte. Das sollte also für so ein kleines Schlummerding da schon passen. Ich mache am besten mal ein bisschen anders. Ich mache mal so ein Pseudo-Zwischending. Dann brauche ich aber, ich brauche Holz. Und zwar Slabs. Ja, gib mal her. So, dann machen wir mal Dings. Und ich mache mal 60. Ich denke zwar, dass 60 zu viel sein dürften, aber das ist mir egal. Kann ich das jetzt hier so rummachen, ohne dass er rotiert? Nee, da rotiert er natürlich wieder. Oh, ich bring ihn um. Ich bring diesen... Was für ein schöner Tag. Oh, was für ein schöner Tag. Erst noch mal die Tür hier. Leg doch mal, du Arsch. So. Was? Hä, wie sind jetzt manche... Warum sind jetzt manche... Ach, weil ich ja nicht im richtigen Winkel stehe. Nee, warte mal, welche ist jetzt überhaupt richtig? Okay, aus Ende. Ich mach's mit dem Replacement Tool. Boah. Replacement Tool for life. Digga, for life. Ist hier das richtig? Ah, sieht erschreckend richtig aus. So. Also dadurch habe ich hier immer noch eine relativ hohe Höhe. Ja. Habe aber trotzdem auf dem Dachboden ein bisschen mehr Platz. Ne? Das ist so meine Gedenkidee dahinter. So, aber ich sehe gerade, wir haben zu wenig Slabs. Das ist natürlich deprimierend. Das wird nicht reichen. Ist mir aber auch egal. Ah, siehste, schon haben wir. Wir brauchen noch. Ah, scheiße. Haben wir wieder 2 zu viel. Egal. Kann man ja rekombinieren. So ungefähr. Dann kommst du mal wieder weg hier. Was ist mit dir los? So. Dankeschön. So. Ist doch geil. Jetzt brauchen wir Fans für die Fenster. Ich glaube, da nehme ich auch direkt das Material. Alles andere dürfte scheiße aussehen. Na, ach, ich bin behindert. Heck. Da. So, wir brauchen, ich mach mal erstmal nur 12. Ja, sieht gut aus. Das kopieren wir jetzt. Perfekt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch perfekt aus. Also wenn das nicht genial aussieht, ja, dann weiß ich auch nicht. Das sieht richtig schnieke aus. Holy shit. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut aussieht.
Nein! Wir haben keine mehr. Oh, Alter, sieht doch geil aus, sieht das doch. Ach, schon wieder alle. Ist so, die Frage ist, in welchen Regelmäßigkeiten. Wo ist eigentlich dieser Querpfeiler? Hier ist der Querpfeiler. Okay, der ist auch noch heile. Weil der, ne, der muss ja durchgehen. Den dürfen wir ja nicht zerstören. Ja. Jetzt könnten wir rein theoretisch hier noch drei hinsetzen. Und schon sieht es geil aus. Holy crap, sieht das gut aus. So, haben wir noch Leitern? Ey, dann können wir jetzt hier unsere Kisten erreichen. Ha! Ist das genial. Ihr kriegt eine Krise. So, du kommst nach unten, du kommst nach da. Da, ja. Das war intelligent. So, wie sieht hier aus? Ne, hier kommen wir nämlich nicht hoch. Das heißt, hier muss ich jetzt gucken, dass ich hier vielleicht ein bisschen cheate. Das heißt, du kommst erstmal weg. So, und hier müssten wir dann so eine Treppe hinsetzen. Da müssen wir jetzt aber aus dem dunklen Holz extra eine Treppe bauen. Okay, machen wir anders. Wir cheaten noch mehr, indem ich sage, du kleiner Hurensohn, kommst dahin. Jetzt kopieren wir dich. Jetzt bauen wir dich wieder ab. Ah. Und jetzt, mein Lieber, setzen wir dich genau dahin. So. Und jetzt können wir nämlich, wenn man hier hochkommt, ne, hier sieht es nur so semi-dämlich aus. Wobei wir das auch beheben können, indem wir das Ding hier auch abklatschen und da einen richtigen Block hinsetzen. Na, der sieht nicht mehr ganz so dämlich aus. Oh? Der sieht doch perfekt aus. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Gedings. Jetzt können wir hier hochkommen und haben hier eine richtig schöne Treppe. Ist das genial oder was? Ist das genial oder was? Hä? Oder was? Geil. So, hier oben brauchen wir eigentlich keine Fenster. Ich würde aber doch, wir machen Fenster. Das macht Sinn. So, müssen wir aber nochmal Fenster kopieren hier. Und ja, ich mache das deswegen, damit wir die Dinger hier nicht abbauen müssen, sondern einfach direkt ersetzen können. Das geht schneller. So. Das Problem ist halt, eigentlich müssen wir hier jetzt noch überall so eine Treppen gegensetzen, damit es hier nicht hell ist. Ne? Weil das Problem ist bei diesen Treppen, die lassen das Licht halt durch. Ja, eben, wenn wir da jetzt noch eine Treppe gegensetzen, kommt ja trotzdem das Licht durch. Ist schon wieder. Weil, ne, weil hier ist halt, keine Ahnung, wie diese Lichtberechnung funktioniert bei meinem Test, wer weiß. Auf jeden Fall, ja, kommt hier halt Licht rein, obwohl es hier in der Mitte ja eigentlich dunkler sein müsste als da und da. Aber gut, das sind Details, die interessieren gerade keinen. Und hier haben wir jetzt so wunderschön, ey, das Haus sieht ja bei weitem besser aus, als ich gedacht habe. Mal gucken, wie es von außen aussieht. Alter, holy shit! Was ist geschehen? Ja, von vorne sieht es ein bisschen komisch aus. Da ist ein bisschen viel von dem komischen Tentakelzeug. Aber so von der Seite. Ah, sieht genauso beschissen aus. Also, es sieht gut aus. Aber ich wünschte, es gäbe Holz, das ein bisschen weniger nach Hentai-Action aussieht. Ja? Weil das Holz, das ist halt einfach. Das nächste Haus, was wir bauen, ja, machen wir hier raus. Machen wir einfach davon so Blöcke, ganz viele, und dann haben wir Paradies. Finde ich geil. Ne, gib mich da, danke.
Tja, so langsam geht's ja hier mit dem mit unserem Feld hier, ne? Ist ja langsam, ist ja hier schon marktreif. Würde schon sagen. So, hier auch. Mann, ist das geil. Mittlerweile ist das Feld sogar so groß, dass genau hier man hier im Feld eigentlich immer was zu tun hat. Du könntest jetzt hier einfach 3 Stunden lang direkt am Feld einfach nur Zeit verbringen, weil hier immer wieder Sachen nachwachsen. Genau so soll das sein. So, jetzt haben wir mittlerweile schon wieder zu wenig Platz. Das heißt, wir können das Feld schon wieder vergrößern. Ist das nicht genial oder was? Das ist doch geil. Wobei ich muss überlegen, bei meinem Test war ja so, dass das Feld hier nicht mehr feucht wird. Es waren ja immer nur 3 Felder, soweit ich weiß. Das heißt, wir bekommen langsam ein Problem. Wir können hier nicht hier natürlich weiterziehen, ne? Nach da weiterziehen, klar. Aber hier können wir auch ein bisschen dem Strand quasi folgen. Das können wir tatsächlich. Ich mache mal hier so ein paar solche Dinger hier, ne? So ein Haus. Da brauchen wir Holz für. Und Holzbretter. Machen wir hier erstmal hier ein bisschen auf. Alles Kack, Scheiß-Gedöns, was wir nicht mehr brauchen. Haben wir keine Stöcker mehr? Wir haben echt keine Stöcker mehr. Oder habe ich hier noch was im Crafting? Ah ja, okay. So. Danke, danke. Sollte erstmal reichen. So. Testen wir mal. Wir müssen erstmal das Ding hier von Gräsern befreien. Das wäre sonst eine zu starke Verschwendung. Okay, doch 4. Ach nee, hier, weil hier Wasser ist. Das heißt, ich müsste. Nee, ich kann hier gar nicht testen. Ach Scheiße. Wie machen wir es am dümmsten? Ich würde mal sagen, wir machen einfach drauf los. So. Alter, wie schnell die Dinge halt aufgebraucht werden. Das ist ja abartig. So, und hier müsste jetzt die 3 müssten noch feucht werden. Oder? Und der darf jetzt nicht mehr feucht werden, richtig? Sehe ich das korrekt? Genau. Da ist wieder Sand geworden. Okay, also doch 3. Immer 3 von den Feldern weg. Das heißt, hier kann ich 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, Scheiße. 3. So, und den Baum nehmen wir hier mal als Grenze. Damit sie nicht so weit auswuchert. So, jetzt muss man mal überlegen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, wie weit machen wir in die Richtung unser Feld? Lassen wir es jetzt so, wie es jetzt ist, oder? Ach, Scheiße. Ach, Scheiße, guck mal. Die Dinger hier würde ich nämlich gerne nochmal machen. So, perfekt. Nice. Ja, doch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Krass. So, wisst ihr was? Weg mit dir.
So. Yay, yay, yay. Weg, 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 weg. Die Dinger schmeiße ich jetzt einfach weg. Ist mir schwanzegal. Siehst du, Kakao haben wir auch noch. Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch ein bisschen haben wir noch eine Axt? Ja, haben wir. Ach so, Quatsch. Wir haben noch Dschungelholz. Warum will ich das abbauen? Wenn wir irgendwas haben, dann Dschungelholz. So, die Frage ist, wo bauen wir diesen toten Pfeiler hin? Ich würde mal sagen, wo ist mehr Platz? Links oder rechts? Wir machen sie auf die Seite. So. Das war jetzt so nicht geplant. Ja, komm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Easy. Okay, dann kannst du wieder weggehen. Ich würde jetzt schon gerne mal warten, bis einmal alles fertig ist. Damit das hier nicht mehr so vermischt ist alles, sondern ein bisschen nach Art sortiert. So in der Art. So, und wir brauchen noch trockenes Gras. Kriegen wir irgendwo, ist hier irgendwo eine Wüste? Hier war doch irgendwo, ich weiß jetzt nur nicht mehr wo. Wir hatten doch letztens hier, oder? Nee, haben wir hier schon mal eine Wüste gesehen? Nee, ne? Was ist denn hier los? Da hinten ist Tropen. Na komm. Mein kleiner süßer Raspberry Pi. Ach, erst mal was trinken hier. Solange kann der schon mal hier die Welt generieren. Easy. Ein bisschen Rekrutstreckung, das ist gut. Das ist jung. So, weiter geht's. Das da. So, allzu viel generiert hat er noch nicht. Schade eigentlich. Achso, ich bin noch im Fliegmodus. Dann ist eine Go. Hier ist der Kürbis. Kürbis. Den nehmen wir direkt mal mit hier. Können wir mal ein bisschen hier auf. Ja, oder auch nicht. Was ist los mit dir? Brauchen wir da Werkzeug, um das Ding abzubauen? Nee, ne? Okay. Wohl, wenn ja, wir haben kein Werkzeug. Das ist ein bisschen blöd. Ich versuch's einfach mal nochmal. Ah, okay. Hallo? Hallo? Danke. So, dann nehmen wir nämlich hier ein paar kulinarische Köstlichkeiten mit. Und dann haben wir quasi einmal alles. Guck mal, wir haben sogar Rotbeeren. Achso, hier. Ah, genau, siehst du? Himbeeren und Blaubeeren. Ist doch perfekt. Aber auch an Beeren alles. Naja, fast alles. So, da hinten, das ist. Ah, nee, das ist.
Es war Wüste, aber nicht direkt. Also ist gar keine Wüste, ist Strandgebiet. Maus, was ist los hier? Und damit auch leider das falsche Gras. Gott, das Sand. Der Sandzaun klingt ja scheiße, wenn man da lang rennt. Naja. Oh. Ich glaube, mit Wüste wird es schwer. Hier ist Schneegebiet. Es ist nicht so geil. Also so normal langlaufen klingt in Ordnung, aber dieses Langrennen klingt halt schon scheiße. Also wir müssen auch darauf aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen. In die Richtung ist unser Haus. Och komm schon, Raspberry Pi, was ist denn los mit dir? Bist du schon altersschwach hier oder was? Kannst du doch keinem erzählen. Kannst du doch nicht. So, also wie gesagt, hier ist Schnee, das heißt, ich brauche gar nicht weitersuchen. Tja, die Frage ist, in welche Richtung haben wir denn am ehesten Glück mit einer Wüste? Wahrscheinlich doch eher in die Richtung hier. Da ist unser Haus, genau. Was ist das Kacke? Wir brauchen Wüste. Wüste. Mache er hinne. Ja. Ja, das hat das einzig wirkliche Problem bei der Raspberry Pi, wenn man damit fast eine schnelle Gegend sucht, also ein Biom sucht oder ähnliches, da ist halt der Raspberry Pi 1 dann doch echt hart, hart am Limit. Also, ja, nicht so geil. Nicht so geil. Aber wie gesagt, solange man das Spiel normal spielt, also jetzt auch mit normaler Fortbewegungsgeschwindigkeit. Es geht eigentlich. Das kann man schon machen. Na? Oh, da hinten ist unser Haus irgendwo. Da so müsste unser Haus sein. Oh, so viele Äpfelbäume. Hm. Nom, 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 nom. Wir können uns auch ein Boot bauen. Aber hallo? Ah, da geht doch. Generiere Wasser. Jetzt geht's wieder. Ja, wahrscheinlich war er immer noch dadurch, dass ich ja davor mit Fast rumgeflogen bin, noch ganz schön am häscheln. Ich meine, ich könnte den Raspberry Pi auch ein bisschen overclocken. Ne? Der läuft jetzt gerade nur auf 700 MHz. Den kann ich ja locker auf 900 hochprügeln. Aber A, habe ich darauf so überhaupt keinen Bock. Und B, zwischen 700 und 900 Megahertz ist jetzt auch nicht so viel Potenzial. Vor allen Dingen habe ich diesen Server, ja, weil ich auch Gottesberg. Ich komme ja nicht weiter, scheiße. Habe ich diesen Raspberry Pi, ja, also diesen Server auf dem Raspberry Pi, einfach weil ich dieses Feeling haben möchte, von dass der Server halt auch ab und zu ein bisschen hinterherhängen kann. Ich mag das. Das ist für mich Teil des so Retro-Feeling und so, ne?
dass nicht immer alles super schnell ist. Oha, hier ist ein Tunnel. Oh, okay, ich gucke, wie komme ich durch? Oder auch nicht. Und ich komme nicht mehr raus. Doch, ich komme raus. Okay. Super, jetzt bin ich aber wieder hier unten. Ach, scheiß jemand dann. Ah. Na, ging ja. Einigermaßen. Ja, dann mache ich ja hinne. Das kannst du nicht außerhalb hier. Was ist denn los? Yay! Doink, doink. So, la 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 la. Oh, scheiße. So, achso, hier ist schon wieder ein anderes Biom. Das heißt, wir könnten durchaus auch Glück haben, dass wir hier oben auf neue Biome treffen, zum Beispiel Wüstenbiom. Aber ich glaube eher nicht so. Nee, komm. Machen wir ein anderes Mal. Müssen wir irgendwie gucken, ob wir hier mal irgendwie so. Schaffe ich das bis hinten zu springen? Die Antwort ist nein. Definitiv nein. Aber von hier aus könnte ich das versuchen. Nee. Da schlage ich da unten hart auf. Müssen wir also ein bisschen vorsichtiger runter hier. Sonst sterben wir. So. Oh wow. So. Da sieht es auch schon besser aus. Ja, dann ab nach Hause. Aua! Hä? Das Wasser war so hart. Oder was jetzt? Was ist das denn da hinten? Achso, die ist die Leiter. Dachte gerade schon. So, da sind wir wieder. Oh ja, man merkt. Der ist gerade ein bisschen beschäftigt. Mit was auch immer er gerade macht. Das Schöne ist, ich habe jetzt so schön ein Pause-Bild. Das heißt, immer wenn so solche Momente kommen, kann ich einfach sagen, Pause. Das ist ein wunderschönes Bild. Das ist ein wunderschöner Dorf. Und ich kann gleichzeitig was trinken. Ha! Es wird immer besser. Oha! Okay. Ich glaube, er hat wieder registriert, dass sie wieder da sind. Es ist ein bisschen was gewachsen gerade. Ah, sehr nice. Nein. Jetzt wollte ich gerade aus Instinkt schon direkt wieder hinbauen. Aber wir wollten ja einmal komplett abbauen. Damit wir dann hier, hier ist noch nichts gewachsen, ist ja schade. Wisst ihr, hier war doch hinten irgendwo diese eine einsame Kakaobohne. Wo waren die jetzt? Ja, können wir ja mittlerweile, dürfte die ja mittlerweile reif sein. Die war hier vorne irgendwo, ne? Ja, da. Ach du Schwanz mit Penis, ey. Kann sein, dass die schon die ganze Zeit rot war und ich vorhin einfach nur verwechselt habe, dass rot ja schon fertig ist. Die war gerade die ganze Zeit schon rot, ne? Ja. So kenne ich meine Intelligenz. So. Da. Und eben, rot ist ja fertig. Was? Bau doch mal an hier. Hallo? Hey. Huhu. Hallo? Hä? Wieso baut er da nicht an? Okay, verstehe ich nicht. Müssen wir mal später investigieren. Ja, genau das. So, das Rest braucht schon mal noch eine Weile. Ich glaube, darauf warte ich jetzt erstmal nicht. Was wir auch schon mal machen können, ist das ganze Gedings. Das hier muss man meine Glaube irgendwie erstmal bearbeiten. Ne? Kürbis konnte man nicht direkt so einarbeiten. Da brauchte man erstmal. Die Frage ist, was brauchte man, um das Ding wieder einpflanzen zu können? Braucht man die Dinger, um das wieder einpflanzen zu können? Ja, ne?
Das heißt, der Kürbis als solches bringt uns erstmal gar nichts, weil wir den gar nicht wieder einpflanzen können. Shit happens. Dann packen wir den erstmal hier rein. Bringt ja nichts. So, die Zwiebeln, die müssen wir auch erstmal hier bearbeiten. Schreibe ich das gerade falsch? Nö, ist richtig geschrieben. Vielleicht. So? So? Bitte, 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 bitte nicht googeln. Bitte nicht googeln. Manche Sachen sollte man einfach sein lassen. Lieber Ronny, reiß dich am Riemen. Du hast die kleine Kinder, die zugucken. Und die googeln so einen Scheiß. Was? Hilfe. Jetzt hab ich mal. Ach, der hat vielleicht die ganze Zeit gar nicht gesucht. Kann das sein? Es? Okay, machen wir nochmal. Findet er alles nicht. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir damit. Ah, guck mal, die oberen Bälle sind schon mal gewachsen. Sehr geil. Dann lassen wir damit Feierabend. Tschüss. Ja, komm. Machen wir mal hier einen wohlgediegenen Feierabend hier. Ist noch irgendwas zu sagen? Kann man noch irgendwas sagen? Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Das hier, genau, das ist das hier ist gerade so genau so so können wir einfach mal kommen. Das ist so genau mein Gemütszustand gerade, einfach so eiskalt mein Gemütszustand. Also mal kurz so schönes Ding, finde ich geil. herrlich. Finde ich korrekt. Kann man machen. So. Beziehungsweise das. Ja, und dann würde ich mal sagen, man sieht sich dann später irgendwann mal wieder. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann kann ich auch nichts dafür. Ist mir dann auch relativ. Ja. Tschüss.